Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Brot für die Welt. Wir sind hier in Gerudo-Stadt stehen geblieben und haben kein Schwert ausgewählt. Warum? Ja, weil ich ja aussehen wollte wie eine hübsche junge Dame. Sorry. Ich bin total verschleimt und ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt nicht erkältet oder sowas. Ich bin einfach nur verschleimt. Das ist nicht schön, liebe Freunde der Sonne. Wir ziehen uns unsere Wüstung, das ist keine Rüstung, sondern eine Wüstung, ziehen wir uns an, nehmen jetzt einfach mal diesen verrosteten Schild, nehmen jetzt einfach mal den schwächsten Bogen, den wir kriegen können und nehmen jetzt einfach mal das schwächste Schwert, was wir haben. Nee, außer eine Fackel, ja doch, ein Stachelbockstock. Nee, wir nehmen einfach mal das Königsschwert und... und ein Stahl-Exal-Schild. Und jetzt, liebe Freunde, machen wir uns auf den Weg. Was ist eigentlich da hinten? Oh, was ist denn da hinten? Da wollen wir jetzt mal hin. Ne, wollen wir eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich in die Richtung. Denn ich möchte einen Moldora besiegen. Das ist jetzt unser Ziel des heutigen Parts. Einen Moldora zu besiegen. Und ich sehe gerade, dass Urbosas Zorn noch gar nicht bereit ist. Eieieiei. So, oh Moment, was haben wir denn da? Wir haben hier eine kleine Statue. Eine Statue. Haben wir hier eine Statue. Und die zeigt wohin. Wo zeigt diese Statue denn hin? Sie hat auf jeden Fall mal ein schickes Schwert in der Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns dieses Schwert auch schnappen können. Ich würde gerne mal gucken, kann ich dieses Schwert fotografieren? Ein Reise-Zweihänder, Tatsache. Das wollen wir für unsere Fotosafari hier mal drin lassen. Kann ich da hochklettern? Kann ich mir einfach das Schwert hier schnappen? Pass mal auf. Meine Waffentasche ist voll, pass auf, das haben wir gleich. Ich werfe mal kurz eine... Ich werfe mal kurz eine Fackel weg. Und jetzt möchte ich mal diesen Reise-Zweihänder haben. So. Einfach gerippt. Und, wisst ihr was? Du zeigst in die Richtung. Geh mal nach da. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal nach da. Und gucken mal, was es dort hinten so alles gibt. Auf jeden Fall, was es da auf jeden Fall gibt. In welche Richtung laufen wir überhaupt? Okay, was es da auf jeden Fall gibt, ist Staub. Recht viel Staub. Staub ist nie toll. Was wir hier haben, ist eine Kiste. Die möchte ich öffnen. Kann ich die überhaupt öffnen? Oder ich muss die erstmal aus dem Sand rausziehen. Komm, das machen wir mal eben. Ja. So. Finde ich mal wieder lustig. Lustig finde ich das. Eine Gerudo-Lanze, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde gerne mal wissen, gibt es hier irgendwie ein Krog-Rätsel oder sowas? Nö, anscheinend nicht. Gut, dann laufen wir aber mal weiter in die Richtung hier. Ohne zu verbrennen, ohne uns weh zu tun. Vielleicht finden wir dort hinten in diesen staubigen, öden, wüsten Gegenden noch etwas. Denn rein theoretisch, so wenn ich auf die Karte gucke, könnte da auch noch ein Schrein sein. Rein theoretisch. Hoffen wir das da doch mal, dass da ein Schrein ist. Denn ich hätte mal wieder Bock auf einen richtig geilen Schrein. Und hätte auch mal wieder Bock drauf. Auf Bockwurst. Theoretisch könnte ich jetzt wieder auf Stamina gehen. Ausdauer. Aber ich habe ja gesagt, ich will keine Ausdauer mehr. Das heißt, wir holen uns erst wieder Ausdauer, wenn unsere Herzen voll sind. Und ich hier erstmal ein bisschen am Rasieren, wollte ich gerade sagen, am Mähen bin. Guck mal, da haben wir doch irgendwas auf diesem Torbogen. Hier oben auf dem, wie heißt das, genau, auf dem Brandenburger Tor. Wir sind hier in Deutschland. Da ist bestimmt, das sieht aus wie ein Krog. Das ist ein Krog. Das ist ein Krog. Bin ich mir sicher. Das ist ein Krog. Ja, das ist ein Krog-Rätsel. Da hat Foxy richtig gesehen. So.
Ja, gut. Den hätten wir. Und schon haben wir keine Karte mehr. Yahi! So, schon haben wir keine Karte mehr, wenn wir weiter in diese Richtung laufen. Das ist uns jetzt aber erstmal egal. Wir wollen ja aber trotzdem in diese Richtung. Und da ist wieder so eine Statue. Und ich nehme jetzt einfach ernsthaft an, dass wir diesen Statuen folgen sollen. So, diese Statue zeigt in diese Richtung. So, dann gehen wir mal in diese Richtung. Und da liegt auch schon ein Gegner. Bam hat's gemacht. Bam hat's gemacht. Bam hat's gemacht. Du hast Bam gemacht. Du sollst Bam machen. Mach Bam. Gib mir deinen Ritter zwei Hände und mach Bam. Hier, friss. So. Laufe ich noch in die richtige Richtung? Ich hoffe es doch mal. Ja, in diese Richtung sollen wir. Gut, dann laufen wir mal in diese Richtung. Das Masterschwert hat seine Kraft zurückerlangt. Alles klar, alles klar. Das Masterschwert hat seine Kraft zurückerlangt. Das ist doch schon mal schön. Und Urbosas Zorn ist gleich wieder bereit. Das geht fix. Das geht fix. So, liebe Statue, wo führst du mich hin? Wo führst du mich hin, liebe Statue? Das würde mich echt interessieren. Man sieht hier halt echt kaum was. Aber hier ist auf jeden Fall... Hier ist auf jeden Fall was. Was ich... Du Pisser, du Blöder. Aua. Au. So. Jetzt bist du down. Jetzt haben wir auch noch einen roten Exal vor Schwanz. Gut. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Okay. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall mal keinen... Ich würde jetzt behaupten, keinen Schrein. Und ich kann mich hier auch so lange nicht wegporten. Da ist eine Statue. Und die zeigt jetzt in diese Richtung da. Da gehen wir jetzt auch hin. Everybody's gonna surfen. Surfen USA. Und da ist die nächste Statue. Und die zeigt in diese Richtung. Und da ist das nächste Riesenskelett. Und da ist ein Schrein. Ich sehe es doch schon. Da ist ein Schrein. Ein Schrein. Ein Schrein, Didel, 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 Dein. Der Kima zu Usu-Schrein. Den möchte ich jetzt bitte mal aktivieren. Möchte ich den aktivieren. Und dann gehen wir da mal rein. In den Schrein. Und hoffen mal, dass es einfach jetzt nur heißt, hey, Junge! Digga! Du hast den Schrein erreicht. Ne, es ist eine Kraftprobe, ne? Ne, unterbrochene Flugbahn. Unterbrochene Flugbahn. Okay, erstmal holen wir uns... Ich muss die Flugbahn unterbrechen. Das heißt für mich im Klartext, pass mal auf. Ich gehe jetzt hier hin. Und hole mir das Ding aus der Luft. So, pass auf. Nice. Das war zwar nie so geplant, aber es scheint funktioniert zu haben. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt.
ist. Hier ist doch irgendwo bestimmt eine Kiste. Ja, da drin. Wie kommen wir an diese heran? Eigentlich auch ganz easy. Bleibt diese Tür jetzt offen? Ich denke mal nicht, ne? Doch. Die bleibt offen, die Tür. Gut. Dann hauen wir das Ding einfach mal hoppala, da rein. Und dann können wir an die Kiste ran. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass hier ein Mondsäbel. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht. Wobei doch, er ist besser als so manches andere Zeugs, was wir in unserer Waffentasche haben. Also von daher kann man den gerne mal mitnehmen. So, es ist immer gut, genügend starke Waffen dabei zu haben. Und dann holen wir uns dieses Zeichen der Bewährung. Und wie gesagt, den im vergessenen Schrein, das soll für mich der krönende Abschluss für die Suche nach den Schreinen sein. Indem es einfach dann der 120. sein wird. Und es fehlen ja echt nicht mehr viel. Es fehlen noch 24 Schreine. So, das heißt, wir können uns noch 2 Ausdauercontainer holen, ne? Wenn ich, ne? Wir brauchen noch 20 Siegel für Herzcontainer. Ah, und guck mal, jetzt ist der... Ah. Und jetzt ist der Sand auch weg. Ah. Ich verstehe. Das ist alles nur ein Trick von dem Spiel, dass du den Schrein nicht so schnell findest. Ist das ein Moldora? Nee, es ist kein Moldora. Aber ich hätte gern noch einen Moldora in diesem Part. Und wir wissen ja, ouch. Wir wissen ja, theoretisch wissen wir, wo einer ist. Du sollst bitte, pass mal auf. Pass mal, stopp, pass mal auf. Du bist fotogen, Mann. Du bist echt fotogen. Junge, du bist fotogen. So, wo wollte ich hin? Da war doch irgendwas, ne? Irgendwie so eine Oase oder was das ist. Das ist einfach nur ein Bockblinhort. Und hier war sogar noch so eine Statue und die zeigt tatsächlich genau zu diesem Schrein hin. Das ist einfach nur ein Bockblinhort. Exalfos Hort. Nice. Okay, ich glaube, wir könnten jetzt ein Problem bekommen. Aber ich will mal da hoch. So, und wir machen uns das Leben jetzt ein bisschen einfacher, indem ich mich hier oben drauf stelle und einfach mal den hier mache. Und schon habt ihr guten Schaden gefressen. So. Hier gibt es echt viele Exalfosse. Ein Sonnenschild. In meiner Schildtasche ist dafür aber kein Platz. Da muss Platz in der Schildtasche sein. Dann schmeißen wir einfach mal das verrostete Schild weg. Und nehmen das Sonnenschild mit. So, damit hätten wir diesen Schrein auch. So, wo war das Moldora-Viech? Das war hier hinten auf jeden Fall irgendwo. In der Nähe. Aber wenn ich jetzt schon mal hier unten bin, möchte ich mal in diese Richtung hier laufen. Pass mal auf. Guten Morgen! So. Au. Da hat er mit mir das gemacht, was ich mit ihm machen wollte. Der kleine Rackley. Pass mal auf. Hier, in dein Gesicht, Mann. In dein Gesicht, komm her. Komm her. Du kannst nicht vorbei.
So, laufe ich noch in die richtige Richtung? Ja, wir wollen in diese Richtung laufen. Einfach nur, um zu gucken. Es wird gleich kalt, ne? Es wird gleich kalt. Ach, hier war der Krog, ne? Irgendwo in der Nähe. Ist ja auch egal jetzt. Komm, wir wollen weiter in diese Richtung. Und hier an den Kawaii-Schrein. Ne, Hawakai-Schrein heißt der ja. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel hier in den Ruinen auch noch was ist, wenn wir dieses Rätsel lösen. Aber ich, ja, das Rätsel ist halt echt nicht einfach. Daran setzen wir uns auf jeden Fall als vorletztes. Das wird unser vorletzter Schrein, wenn es denn ein Schrein ist, wohlgemerkt. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich denke nicht, dass das jetzt ein Rätsel ist, wo wir einen Krog kriegen. So, da haben wir ein Oäschen. Ein Oäschen mit Schleim... Elektroschleimviecher. Ja, es sind Elektroschleimviecher. Pass auf. Boots. Hab ich euch überrascht, hä? Hab ich euch überrascht, hä? Gib mir mal das gelbe Schleimgelee. Und euch würde ich gerne mal wrecken. Pass mal auf. Ihr kriegt aber auch keine Ruhe vor den Stromschlägen, ne? Ihr kriegt echt keine Ruhe vor den Stromschlägen. Mein Ritter Zweihänder zerbricht gleich. Das ist denn nicht mal so schlimm. Er ist halt immer noch im Struggeln. Pass auf. Oh, habt ihr Schaden bekommen, hm? Hat der böse, böse Fuchs euch Schaden gemacht, hm? So, und jetzt nehmen wir einfach wieder das Master-Schwert und kloppen auf die Gegner drauf. Und ich weiß, dass ich friere. Ich ziehe mir gleich meine Orni-Rüstung an, ihr pissenden Pisser, ihr Blöden. Ich mag keine Exalfosse. Da habe ich einen Topas bekommen. Und Bernstein und Rhodonit. So, erstmal umziehen. Oh, die Kleidung. Ach, wir haben jetzt zwei Winterwamses, ne? Wir haben jetzt zwei Winterwamses. Ich hätte aber gerne die Orni-Kleidung. Und zwar die komplette. Orni? Anti-Schneefedern? Orni-Gewand und Wüstenbeinschutz. Nice. Ich hätte schon gern... Ach so, das ist schon... Ja gut. Das ist schon richtig, eingestellt. Gut, wir wollen natürlich weiter in diese Richtung da. Erstmal, ach, eine Holzkelle mitgenommen. Blöd. 10 Feuerpfeile. Ja, warum nicht? So. Ein Röpfchen. Da ist ein Röpfchen. Ein Röpfchen. Kommen Sie mal her. Ich muss mich ja echt an die anschleichen, ne? Kalle hatte ja echt recht. Nee, Klaus. Moldora. Stopp. Da ist ein Moldora. Ja, ich weiß, ihr wollt vor mir flüchten. Aber erstmal gucken wir... Ach Gott. Ja gut. Danke, Daruk. Da ist ein Moldora. Au. Wie können wir einen Moldora besiegen? Kann ich dich mit Pfeilen kitzeln? Aua. Oh Gott. Schnell was essen. Irgendwas mit Rüstung am besten. So. Na komm.
Warte mal, wir nehmen mal den stärksten Bogen, den wir haben. Na komm. Kann ich nicht einfach mit einem Elektropfeil da irgendwie... Komm raus, Mann! So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann kommt er wieder, ne? Ja, aua! So, erstmal was essen, ganz wichtig. Oh, Moldora, bleib hier. So, Moment. Lass mich mal die Pfeile wechseln. Ich meine, warum sonst haben wir hier Feuerpfeile bekommen? Ach, mein Bogen ist kaputt. Jetzt habe ich es kapiert. Aua. Oh Gott. Alter. Was macht das Vieh für einen Schaden? Alter. Du? Blöder? Arsch, du! Blöder! Alter, ey, ich hab keine Chance! Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Chance. Ohne Urbosas Zorn. Jo, jetzt hat er sich wieder komplett vergraben, ne? Ey. Jetzt mal ernsthaft. Wie willst du das schaffen? Und ich hab schon Abwehr plus, ne? So, pass auf. Okay. Sag mal, du Pisser! Na komm! Komm näher! Komm näher, komm! Jetzt! Hab ich dir Aua gemacht, hä? Hab ich dir Aua gemacht? Du machst mir auch schon die ganze Zeit Aua! Du machst mir... Auch schon die ganze Zeit. Aua. Du kleine Drecksmöse. Moldora Herz. Oh, danke. Moldora Flosse. Und was haben wir hier in der Kiste? Ein Königsschwert. Leider in deiner Tasche kein Platz. Dafür hat Platz zu sein. So.
Ist sehr schön. Haben jetzt wieder ewig viele Pfeile verballert, ne? Apropos Pfeile. Habe ich noch eine Fackel zufällig? Nee, ich habe leider beide weggeworfen. Na, dann pass mal auf, dann holen wir uns jetzt wieder die eine Fackel. Und werfen einfach mal so einen Stachelbockstock weg. Wo haben wir denn die Fackel hingeworfen? Wo haben wir denn die Fackel hingeworfen? Zu weit weg. Ah, mies. Oder liegt die da? Ist das die Fackel? Nee, das ist eine Bocklanze. Und hier haben wir einen Holzpfeil. Und du? Was willst du? Sterben? Okay. Moment, wo waren das? Da drüben, ne? Habe ich die Fackel weggeworfen? Gerade das, was ich jetzt gerade brauche, ne? So, pass mal auf. Erstmal du. Du wirst jetzt erstmal kurz gedamaged. Und dann kriegst du mit dem Masterschwert aufs Maul. Komm, du kriegst mit dem Masterschwert aufs Maul. Sehr schön. Aua. Mein Königsbogen wurde fallen gelassen. Aber das macht nichts. Solange ich das Masterschwert nicht aus Versehen fallen lasse, ist es okay. So. Dann lass mal nach da oben. So. Und gucken, wie lange der Part... Oh, der Part geht schon wieder zu lange eigentlich. Dann nehmen wir den Stachelbockstock. Zünden ihn an. Und laufen mal nach da drüben. Und ich weiß, dass unser Bockstock gleich zerbricht. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir es zumindest mal zu einer Fackel schaffen. Und den Rest dann anzünden können. Sollten wir aber hinbekommen. So, einmal. Was ist das da hinten eigentlich? Ist das das Riesenskelett? Dann hier zweimal. Und hier dann die Number 3. Dreimal. Und da haben wir kurz gebrannt. Und da ist der Stachelbockstock zerbrochen. Gut, dann nehmen wir halt den nächsten. Zünden den an. Und zünden Fackel Nummer 4 an. Als ob das ein Schreinrätsel war. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, nur nicht, dass das ein Schreinrätsel ist. Was? Okay, also... Sorry, sorry Nintendo, aber das Rätsel war doch schon ein bisschen lame. Muss ich an der Stelle sagen, weil... Tokaju-Schrein. Gut, gut, ich meine, ich nehme es gerne hin, aber das fand ich ein bisschen lame. 4 Fackeln, wow. Hätte ich jetzt auch, weißt du? Das ist halt keine Herausforderung gewesen, meiner Meinung nach. Das ist das Problem, was ich damit gerade hatte. Ist jetzt nichts Verwerfliches, keine Sorge, aber ich fand's halt lame, persönlich. Schneide ich die Cutscene raus? Ja, weil ich jetzt einen Schluck trinken will. Da war der Pausescreen doch kürzer als gedacht. Und es ist einfach nur ein Hey! Tokaios Segenschrein. Gerudo-Bogen. Ja, nehmen wir mit. Gut.
Und dann holen wir uns unser nächstes Siegel ab. Und das ist dann Schrein Nummer 95 schon? Nee, 97 glaube ich sogar schon, ne? Sehe ich ja gleich. Sehe ich gleich. Und es war 97 schon. Alter, noch 23 Stück. Sorry. Noch 23 Stück, dann haben wir's. Oh Gott. Da braut sich gerade was zusammen. So, bevor ich diesen Part jetzt beende, so, wo sie... Tatsächlich, ich habe doch gesagt, hier könnten ja noch... Hier könnte theoretisch halt auch noch irgendwo einer sein. Mal guckt euch hier die Wüstenburg-Ruine an. Das sieht mir auf jeden Fall so aus, als könnte da noch was sein. Da ist auch noch eine Oase. Dann gibt es hier ja auch noch das, Sandrobbenrennen. Hier. Da wollen wir auch noch hin. Aber bevor wir hier in Gerudo-Stadt weitermachen, werden wir uns jetzt erstmal unsere Hitzeschutzrüstung anziehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir porten uns mal eben fix nach Eldin zu den Goronen. Und da machen wir dann im nächsten Part weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe, euch ist es recht, dass die Parts jetzt ein bisschen kürzer sind. Weil 30 Minuten finde ich persönlich, das ist noch okay. Wisst ihr, aber teilweise so bei diesen stundenlangen Parts, die einen freuen sich darüber, die anderen denken sich, oh, so lange und ich kann es auch voll und ganz verstehen, Leute, wenn ihr die zu lange fandet. Ich kann es echt voll und ganz verstehen, weil manche wollen halt einfach nur so ein kleines Video für nebenbei haben und keinen Spielfilm, sag ich mal. Und das jeden Tag. Und das kann ich wirklich verstehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich schließe jetzt diesen Kompromiss, vor allem, weil ich halt vorproduzieren will. Codierung ist überlastet, erwägen Sie eine andere Codierungseinstellung. Machen wir nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich nur kurz jetzt eben war und nicht über den ganzen Part. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao, euer Mr. Nightfox.